Just bounce. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elite Bossers. Ich bin's, Dino. Und yes, baby, I am back, bitches. Nein, auf jeden Fall, ich bin wieder da. Hab mir jetzt lange eine Auszeit gegönnt. Ich glaube, 2 Monate habe ich kein Video mehr gemacht. Erstens kein Bock, zweitens eine neue Freundin. Ihr wisst, die wohnt in Jena. Ich will dort hinziehen. Und ja, hab halt mit ihr viel gemacht. Wir waren jetzt das Wochenende, waren wir in Urlaub in der Hinsicht. Und dann waren wir noch in Berlin, weil sie da ein Nagelmesser hatte, weil sie eine Nageldesignerin ist. Da waren wir noch in Berlin. Ich sag mal, Berlin ist eine hässliche und dreckige Stadt. Einfach nur so. Gefällt mir nicht. Naja, ist euch egal. Für die Neuen auf dem Channel, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, sind wir 2 Mann auf dem Channel. Das bedeutet Pete und ich. Und wir bringen natürlich alle beide Call of Duty Videos. Ich glaube, ich ein bisschen mehr eigentlich, aber bei mir gibt es nicht so die ansehnlichen Gameplays von Team Deathmatch oder Herrschaft oder sowas. Bei mir gibt es immer nur S und Z. Vielleicht ab und zu werde ich mich mal dazu bereit erklären, mal eine Runde Team Deathmatch oder Herrschaft zu spielen, aber sonst eigentlich S und Z. Das ist eher mein Fachgebiet, ja, würde man dazu sagen. Und mit was ich für eine Waffe spiele und so eine Scheiße, das weiß ich nicht mehr. Ich kenne mich dann. Ey, mal ganz ehrlich, Alter. Die Leute, die hier die ganzen Waffen wissen, ey, das, ich habe keine Ahnung, das könnte ich nicht mehr. Das ist, seit Call of Duty Modern Warfare 1 zocke ich die Scheiße, da weiß ich doch nicht mehr jede Waffe, Alter. Das ist doch sowas, ein Ritzer, wie die heißt. Sieht aus wie eine, hab ich übelst gechoked, ey. Gottes Willen, wie ich choke, weil ich nicht treffe. Oh mein Gott. Oh, dein Aim. Das war eine Nuller-Prezi. So, ist egal. Auf jeden Fall. Bin ich schon hängen geblieben? Ich weiß nicht, wo ich hängen geblieben bin. Ist scheißegal. Auf jeden Fall, das war meine erste Runde S&Z. Meine erste richtige Runde S&Z. Ich hatte 2 Mal bin ich in S&Z rein. Aber da bin ich sofort wieder raus, weil ich die Maps schon gespielt hatte, mal bei Team Deathmatch. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil die Maps richtig scheiße waren. Ich weiß ja nicht, wie sie bei S&Z sind, aber die fand ich halt nicht so prall. Aber generell lassen wir uns jetzt erstmal über das Spiel ein bisschen aus. Ich bin jetzt Level 15, hab noch 2 Wochen später angefangen, wie die meisten. 2,5 Wochen, wie viel es waren, hab ich später angefangen mit dem Spiel. Konnten natürlich die meisten Leute schon grinden. Ich konnte nicht grinden. Grinde jetzt ein bisschen, aber ich bin auch so ein Spieler, der auch bei Black Ops zumindest ist es so, immer den Zombie-Modus spielt. Also ich spiele auch den Zombie-Modus, davon wird es auch ein Let's Play geben. Ich werde aber versuchen, dass ich auch Multiplayer bringe, so wie jetzt. Immer mal ein Spiel, dann mal wieder Zombie. Ihr werdet schon sehen, es wird eine gute Abwechslung. Ich werde jetzt ein bisschen wieder neu. Also ich habe wieder Bock, sagen wir so, und ich werde wieder mehr Videos produzieren. Es wird wohl kaum jetzt noch ein Let's Play auf den Channel geben, außer es kommt ein geiles Spiel raus, was mich fasziniert, was nicht so lange geht und wo ich Bock drauf habe. Das wäre zum Beispiel jetzt Far Cry Primal, was jetzt kommt im Februar. Vielleicht verschieben sie auch auf März, man weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall, das werde ich Let's Playen. Das wird auch auf dem Channel kommen, jeden Tag dann ein Upload. Aber ansonsten eigentlich so hatte ich und Pete jetzt ausgemacht, vielleicht Montag, Dienstag, Montag, Mittwoch, Donnerstag oder so. Komm Call of Duty oder Sonntag noch, mal gucken. So 4 Videos oder so, oder 3 in der Woche, weiß ich jetzt nicht genau. Und da müssen wir halt mal gucken, wie es läuft, sag ich mal so. Weil ich bin da auch jetzt, ich will jetzt noch nicht so viel sagen, nicht am Ende stehe ich wieder da und mache 2 Monate kein Video, weil ich keinen Bock habe. Aber ich sag mal so, das Spiel macht Spaß, es macht Bock. Ich habe natürlich gleich AW wieder weggeschoben, die Scheiße. Da, dass ich ja nicht mehr an das Spiel gehe, nicht, dass ich wieder denke, oh, Black Ops ist so scheiße, ich möchte AW spielen. Ich muss mal sagen, ich habe AW gerne gespielt, das war mir, das war schön schnell, das hat mir Spaß gemacht. Also schnelle Spiele, auf die stehe ich eher mittlerweile, weil da kann man halt echt extrem viel machen. Aber naja, ist egal, verwirrt. Da habe ich echt wieder mal reingehauen. Und hier habe ich die Gegner nicht erkannt. Hier unten läuft irgend so eine Plinze. Ich weiß nicht, was das war.
Irgendein Ebenbild oder so. Ach, das weiß ich nicht. Das ist irgendeine scheiß Fähigkeit. Naja, egal. Da ist er eiskalt an mir vorbeigerannt, an meinen Dings, an meinen Typen. Da konnte ich sie mir schön geiern. Auf jeden Fall, die Abschlussserie ist der Oberhammer. Die hat auch bei Team Deathmatch bei mir gut neigezogen. Ich weiß nicht, was es ist, eine kleine Escort-Drohne oder so, die man selbst steuern kann. Aber die fliegt auch hinter einen her. Naja, auf jeden Fall macht das Spiel Bock. Ich habe richtig Lust, wieder Videos zu machen. Ich hoffe, ihr könnt mir mal ein paar Daumen nach oben geben für das Gameplay erstens, weil ich glaube 17:0 spricht für sich. Waren vielleicht auch ein paar Noobies, aber trotz alledem muss man das erstmal reißen. Und ja. Hier schön mit dem Feuerbogen jetzt noch ab. Bam, Junge, Alter, in your fucking face. Bobo. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Gameplay. Bis dann. Ciao.